Okay, sprechen wir über Skills, Teil 1 von 1. Skills bei Anspannung. Das Wichtigste ist Ausdauersport. Man denkt ja, bei Anspannung können Beruhigungsmedikamente helfen. Das stimmt auch. Aber erst, wenn man andere Techniken versucht hat, um sich selbst zu beruhigen. Ich zum Beispiel habe heute Morgen noch genügend Energie, angespannt zu sein. Ich bin es jetzt nicht, aber ich könnte es sein. Wir gucken mal, wie sich das im Verlaufe eines langen Laufes ändert. Also, wir starten mal die Uhr zumindest. Das funktioniert ja gar nicht. Die Uhr läuft. Also, die Uhr läuft und ich werde alle paar Kilometer mal berichten, wie sich mein Energieniveau so hält. Okay, schön, dass du mit mir auf diesen Lauf gekommen bist. Wir sind jetzt bei 2,5 Kilometern. Noch fliege ich über den Asphalt. Das erste Fünftel des Laufes hat man natürlich nicht mit weniger Energie zu tun, sondern da ist man ja total erfreut, hier durch das schöne Grün zu laufen und frische Luft zu atmen und sich zu bewegen. Bei Anspannung darf man nicht damit rechnen, dass jetzt schon die Anspannung nachlässt. Und bei Sorgen und Grübeln auch nicht. Noch ist man ja ganz fit und frisch. Aber wir laufen weiter. Wir genießen es ein bisschen, dass wir nicht die Einzigen sind, die hier laufen. Also da sind ein paar, kann ich jetzt nicht fangen. Und ich werde weiter berichten, wie es läuft, wenn die Kilometer weitergehen. Also, das war 2,5 Kilometer. Wie passiert auch immer irgendwas während des Laufens? Jetzt zum Beispiel bin ich beim Zero Hunger Run. Den habe ich gesehen und mich gleich angemeldet. Also, los geht's mit der Startnummer 407. Okay, ich bin bei 5 Kilometern. Der Welthungerhilfe-Lauf Zero Hunger Run führt mich an neue Strecken. Also, wenn ich angespannt wäre, würde ich jetzt schon einfach aus Spaß an der Sache nicht mehr so angespannt sein, weil es so eine schöne Landschaft ist. Hier bin ich noch nie lang gejoggt. Neue Strecke für mich, obwohl sie praktisch in der Nähe dessen ist, wo ich sonst immer laufe. Vor mir und hinter mir laufen auch Leute. Und zusammenlaufen macht natürlich immer Spaß. Den Zero Hunger Run gibt's in verschiedenen Städten. Man kann ihn auch virtuell laufen. Man spendet eine selbstgewählte Spendensumme und tut also auch noch was Gutes. Also, so viel zum Thema Ausdauersport. Ausdauersport, so wichtig für gute Stimmung. Ich bin bei 8,3 Kilometer und über den Asphalt fliegen ist vorbei. Jetzt wird es schon anstrengend, so ungefähr die Hälfte dessen, was ich mir vorgenommen habe. Und jetzt kann man sich hier entscheiden, ob man 5 Kilometer oder 10 Kilometer. Klar! Nur noch eine Runde. Super! Mach ich! 10 Kilometer läuft. Hier sind es natürlich 10 Kilometer. Und so langsam ist das Energieniveau etwas niedriger. Man kümmert sich hauptsächlich ums Laufen und nicht ums Grübeln. Ich höre noch Musik, aber ich bin schon ziemlich entspannt. Mal gucken, wie es sich jetzt so weiter gestaltet. Schön, dass ihr weiter beim Laufen dabei seid. 8 Kilometer, es geht weiter. So, ich habe jetzt 17 Kilometer auf der Uhr und ich glaube, ich kann es mal beenden jetzt. So. Ja, das hat Spaß gemacht. Ich bin komplett entspannt und ausgeglichen. Ich glaube nicht, dass Prometazin mit sowas mithalten kann. Also, das ist mein Video zu Skills bei Anspannung, Grübeln und Sorgen und gleichzeitig mein erstes Video zu Beruhigungsmitteln
kann sein, dass ich noch was zu den anderen psychopharmakologischen Optionen mal drehe als Video. Aber eigentlich sollte dieses Video ausreichen. Das ist nett, dass ihr mir dem Lauf gefolgt seid. Und dann packt die Turnschuhe ein oder zieht die Turnschuhe an und geht auch eine Runde laufen mit oder ohne Anspannung. Oder macht die Sportart, die euch halt Spaß macht. Ist einfach gut. Dankeschön. Ciao. Und wie nach jedem langen Lauf gibt es natürlich auch heute ein ordentliches Essen. Hier der vegetarische Burger mit Feigensoße. Das trägt auch zur Ausgeglichenheit und seelischen Gesundheit bei.